Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Crow. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben, mit der bezaubernden Wilma zusammen, aka Skadi. Hallo, Wolle. Hallo, so Wilma, erzähl mal, was machst du Schönes hier? Ich werde jetzt hier Feld 42 halten. Oh mein Gott, Wilma, willst du dich wirklich ranwagen? Aber so richtig, sage ich dir. An Feld 42. Oh ja. Das wird eine wilde Nummer. Mit dem zauberhaften JCB. Ja, genau. Und ich bin auf Feld 75, gerade am Ansehen. Ich presse hier den ersten Hafer schon rein ins Feld. Sehr gut. Komm dann zu Wilma auf die 42 direkt. Und dann, werden wir uns langsam dem Gras widmen. Wir haben auf jeden Fall richtig viel zu tun. Ja. Haben wir. So. Und jetzt geht's los. Baby. Ja, bitte. Was denn? Ich weiß es nicht. Was? So, ich kämpfe hier gerade mit dem GPS. Jetzt geht's. Oh Gott, ey, das ist immer ein Krampf. In meinem Alter ist das immer nichts mit dem GPS hier. Siehst du? Und du sagst zu mir, ne, das mit dem Alter. Bei dir ist es doch gar nicht besser. Nee, das stimmt. Siehst du? Aber weißt du was? Ich habe echt meine Bedenken. Warum? Wir müssen heute das Mähwerk noch auspacken, Wilma. Das nützt nichts. Wir müssen das Mähwerk noch auspacken. Wir müssen zumindest runterradieren. Das ist echt. Boah, das ist eine Hausnummer. Weißt du, ob wir unsere. Du hast doch da so ein Sonderdüngermittel für unser Feld geholt. Ist das schon da? Was meinst du damit? Dass das schneller wächst. Nee, das habe ich noch nicht geholt. Das würde ich gerne auf 42 anwenden, sobald die angesät ist. Okay. So, nur mal gucken, wie schnell wir das Kalk halt umgesetzt kriegen. Das wird, glaube ich. Mein Gut, du bist im Chase. Also, wenn du willst, kannst du auch anziehen und ich Kalk. Nee, das würde ich dir überlassen. 18 km/h. Ja, ja, das ist super. Mach das schon. Ich würde sagen, ich sehe zu, dass ich alle Felder so schnell wie möglich kalke. Und dann setze ich mich rein und fange an zu mähen. Sobald ich das kann. Ja. Wir müssen auf jeden Fall so schnell wie möglich. Also direkt danach kannst du auf die 75. Ja, genau. Okay. So. Okay, in den kleinen Zeh geschaut. Das ist übel. Das ist sehr übel. So, genau. Direkt danach kannst du auf die 75 draufballern. Das geht, geht sich aus. So. Haben wir jetzt erstmal noch irgendwas, Wilmi, was wir verkaufen können, veräußern können, wo wir noch Geld für, also XP für kriegen oder sonst was? Nee, eigentlich sind wir erstmal durch. Aber wir haben ja heute anderthalb Level gemacht, was ja richtig gut ist. Ja, das ist richtig gut. Und eigentlich dürften wir so nichts mehr haben. Du hast hier die Wolle weggebracht, den Honig. Unsere Äpfelbäume wollen unbedingt was. Nein? Keine Wolle, kein Honig. Ja, dann ist das, was wir noch wegbringen können. Gut, dafür haben wir nur die Zeit gerade nicht. Ja gut, dann ist das ja nicht weiter wild. Was wir bedenken müssen, sind unsere Apfelbäume. Auch dafür ist jetzt gerade keine Zeit, aber sobald wir da mal ein bisschen haben, sollten wir da auch uns drum kümmern. Ja. Hast du recht. Jo. Ja, ja, ja. Äpfel haben wir leider nicht, da ist das Problem. Dass gerade das Wasser und halt Dings, was die Wilma schon gesagt hat, dass das gerade alle ist. Mist. Ja, richtig Mist ist das. Es ist richtig Mist. Das Mist fehlt. Ja. Aber warte mal, ich habe eine Idee. Ich komme gleich wieder. Dankeschön für deinen Resub im 6. Monat. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wunderschönen Abend wünsche ich dir. Ja, genau. Das ist halt das Problem. Ne? Also Honigwolle, ne, müssen wir noch wegbringen. Okay. Aber, um die Apfelbäume haben wir uns nicht mehr wirklich gekümmert. Muss ich auch sagen, habe ich auch so gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Bin ich ganz ehrlich. Was war da? Oh, wir müssen auf jeden Fall nochmal Kalk holen, ne? Das reicht ja im Leben nicht. Scheiße. Da müssen wir Wasser und Mist wieder hinbringen. Ich meine, mit den Äpfeln haben wir auch gut XP gemacht. Das dürfen wir echt nicht vergessen, gell? Also ich würde sagen, sobald wir mal wirklich so einen Moment... zwei, dreimal meinst du? Ich kaufe nur noch einmal. Dass wir da zusehen, dass wir das da hinbringen. Habt ihr auch die Geräte nicht für Wasser? Mist. Stimmt, das ist noch vom allerersten Mal, ne?
Guck mal, dass da alles drin hat. Oh, warte mal. Gehen wir hier eine Bahn hin. Glaube ich einfacher, ne? Obwohl, wir machen einfach erstmal weiter und was da gerade fehlt, das machen wir gleich später nach. Wir fahren nur einmal so einen Superschlenker gemacht. Holen wir gleich nach. Ist noch nicht so wild da, das kleine bisschen. Das kriegen wir hin. Egal. Vielen, vielen Dank für den verschenkten Contact. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hoffe und Frontlader. Ja, schon. Ja, das Problem ist, dass wir fürs Line ja einen Punkt nutzen müssen, einen Perk. Und die Perks brauchen wir derzeit immer für alle anderen Sachen. Ne? Wir haben meiner Meinung nach keinen Perk mal eben dafür übrig. Und Jack, das ist ganz lieb, dass du dich bedankst. Das ist ganz, ganz lieb von dir. Meiner Meinung nach haben wir da gerade nicht wirklich Punkte für über. Müssen wir mal gucken. Achso, meinst du bei anderen irgendwie? Das war so bei uns, bei jemand anderem leihen. Geht auch, ja, natürlich, natürlich, klar. Gucken wir. Ja, wie gesagt, hat derzeit gerade auch keine, also ultimative Prio, aber wir sollten dran denken, ne? Ansonsten fragen beim Obermann, kostet nichts. Ja, klar, können wir auch nachfragen, ob man dafür was bekommt. Natürlich. Das damit aussieht für die Apfelbäume. Da jetzt mal so, kriegen wir das. Ist es natürlich für alle anderen genauso. Ne? Das ist ja nicht nur für uns. Wäre dann für alle Teams gleich. Dass man das wieder auffüllt. Wäre halt cool, ne? Ja, diese Woche würden wir es eh nicht machen, Mirko. Ja, ne, wir haben heute ist da definitiv gar keine Zeit für. Null. Das ist so, wo wir drüber nachdenken können, wenn einfach mal, ne, irgendwie Luft ist. Wenn es solche Momente nochmal gibt. Oh. Nicht so schnell. Ey, Retalk, ich möchte wirklich ein Schild haben, ne? Also, ich habe so zwei Einfahrten, wo ich immer denke, einmal eine früher und einmal eine später, wo ich immer denke, dass wir dahin müssen. So, welches war das? Das erste, ne? Ja, trocken. Das erste. Zu viel Eierlikör, ja. Zu viel Eierlikör-Marmelade auf dem Toast. Da kriegen wir das schon? Yes. Easy. Gerade schon klar machen, ja, würde ich mich jetzt auch gar nicht so krass mit stressen wollen, ne? Damit will ich mich jetzt gar nicht stressen. Aber ich hatte wirklich, ich hoffe sehr, dass wir heute noch schaffen, auf irgendein Feld zu gehen und schon mal das Gras wenigstens zu mähen, ne? Hoffe ich sehr drauf. Wisst ihr, wo unser Mähwerk steht? Ist unten oder oben am Hof? Habt ihr das im Kopf, wo die Sachen sind? Ich weiß nämlich gerade wirklich nicht. Gar nicht drauf geachtet. In der Halle. Ah, sehr cool. Dankeschön, lieben. Danke, danke, danke. Ich habe gesagt, kein Fußgänger freut sich doch niemanden im Rücksicht auf sie. Nicht bei Grow.
Ein Grow nicht. Ich muss tatsächlich nochmal raustippen, wenn man Aktivitätsfeed. Mich schön zum Stillstand gebracht. Wohin? Im Scrollen. Ach, jetzt ja wieder. Und das kleine bisschen da, das machen wir gleich noch, ne? Passt, aber hier wieder nicht, ne? Ah, verdammt. Der kleine Schlenker hier, shit. Egal, pass mal alles an. Gehen wir hin. Monty, Prost. Maximal 10 km. Wie schnell waren wir eben? Wir rasen da nicht wirklich, ne? Wir sind da relativ. Ich muss sagen, ich habe nicht drauf geachtet, wie schnell wir sind, aber ich würde sagen, wir sind doch sehr bequem und langsam da, ne? Ja, mir neu, dass wir da rasen. Hm? Ernsthaft? So schnell sind wir da? Ich hab Leben nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. So 20 maybe, wenn wir rausfahren. Aber an den Silos direkt sind wir doch wesentlich langsamer, oder? Sag mal, Wilma, hast du eingeschnackelt? Warum? Ja, du fährst so hier so einen Zickzack auf den Feldern. Ja, ein bisschen. Das sieht ja wild aus. Das sind die Tabletten, weißt du? Oh, dann lass die doch lieber weg. Alter, Wilma, was machst du da? Wollen wir tauschen? Nee. Sicher? Ja. Du müsstest da die 75 kalken, ne? Ja. Nee, das Feld hier, das ist halt so blöd, weil es nicht so schön gerade ist für die, dass da vernünftig die Bahn fahren, weißt du? Mhm. Dann macht er das immer so komisch. Okay. So. Also pass auf, der Rolf hat mir jetzt gesagt, der steht total auf Eierlikör. Ist das so? Ja. Das ist ja total praktisch. Richtig. Und er will mit dir zum Krimi-Dinner. Ja, das weiß ich. Da zum Kriminaldinner. Genau, aber der wartet drauf, dass er mal eingeladen wird quasi. Also, wie, jetzt soll ich den dazu einladen? Naja, nee, du sollst nicht bezahlen. Also Wilma, ich habe mal eine Frage. Ja? Das tut mir ein bisschen leid. Darfst aber nicht schimpfen. Oh, jetzt kommt's. Das sehen wir gleich. Sprichst du mir, dass du nicht schimpfst? Nein. Ich habe 8 Euro beim Pferderennen verloren, weil der Rolf das gesagt Olle, hat. Olle, sage mal, bist du denn verrückt geworden? Ja, du hast gesagt, du schimpfst nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das weiß ich noch nicht. Das ehrlich? Sehen wir. Hör mir doch zu. Oh, verdammt. Also schimpfst du jetzt? Ja. Ach nee, komm, hör auf. Das ist doch kacke. Ja, du musst doch mal überlegen, was du dir von den 8 Euro wo hättest holen können. Na ja, und sag jetzt nicht, ja, du hättest ja vielleicht, dass da 800 rauskommen. Ja, ist aber nicht. Ja, aber pass auf, der Rolf hat gesagt, ja, ich hätte ihn vorher mal fragen sollen. Der hat ja das als sein System. Der guckt, ja? nämlich erst, wie die Pferde laufen. Ja. Und dann nimmt er den Gaul, der am schnellsten gelaufen ist, und dann haut er den eine Spritze, so eine Vitaminspritze im Popo heimlich in der Box, dass der nochmal einen extra Boost kriegt. Ach, ist das so? Ist so. Und jetzt habe ich eine Frage, Wilma. Ja. Kannst du mir 100 Euro leihen? Nein. Oh. Ich kann dir aber ein Treffen empfehlen, wo du vielleicht hin kannst, wo auch andere sind, die gerne über Pferderennen sprechen und was sie so erlebt haben damit. Das anonyme Pferderennen-Treffen? Ja. Pferderennen-Treffen? Kennst du die schon?
Nee, was machen die? Was reden die da? Werden da Tipps ausgetauscht, welcher GAU der schnellste ist? Ja. Also, die geben da, das sind Tipps, welcher, wo es nicht funktioniert hat. Damit du das nicht nachmachst. Weißt du? Ach so. Das ist ja natürlich auch interessant irgendwie. Warum erzählt ihr mir das alle erst im Nachhinein? Verdammt nochmal, da hätte ich jetzt 8 Euro in der Tasche. Ja, du solltest da mal mit aufhören. Ja, aber soll ich dir was sagen? Sag mir mal was. Ja, was hätte ich gekriegt für 8 Euro? Ein Döner. Auch? Und ein Eis? Ein Eis. Also vier Kugeln Eis. Ja, wahrscheinlich. Oh, was bringt eigentlich Kalgen? Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das waren. Ich glaube, es waren schon so 15, 10 oder 15. Ja, ist auch so eine Zahl, die... 15? Boah, dieses Ding, es ist der Wahnsinn, ich muss schon wieder Kalk holen. Ja, die haben uns nur den 9000er gegeben, die... Da passt nichts rein, sag ich dir. Sehr nervig. Na ja, komm, das kleine bisschen noch... Ich wollte sagen, soll ich überhaupt noch mal herkommen? Nee, ne? Meinst du kleinen... nicht? Ah, ja, musst du sagen. Das kleine Stück da oben nochmal. Ja, fetzt da noch schnell drüber. Wenigstens über die eine Seite da. Na gut. Und dann... geht's direkt runter. Aber unten geht das halt auch schöner. Unten geht das besser, ja. Das stimmt schon. Genau, dann machst du erstmal die 75, dass die komplett fertig ist. Ja. Ne? Genau, und dann noch die 48. Richtig. Ja. So, jetzt müssen wir kurz überlegen, ob das jetzt hier überhaupt lohnt. Aber jetzt muss ich ja hier langsam fahren, ne? Meckern da. Ja, 10 km/h irgendwie, keine Ahnung. Aber das hält 3 Enden, Wilma, das Kalk. Ich glaube, das lohnt sich schon. Das ist gut. Ne, 3 Enden ist jetzt nicht so wenig. Nee. Mach jetzt das GPS aus, ich fahre einfach im Kreis draufgekeckert. Ja, genau so ging es mir ja auch, weil das da ist das echt blöd. Wegen unten geht das besser. Boah, Wilma, das wird eine sau knappe Kiste, ey. Ich weiß. Wir haben echt viele Felder. Wir sollten auf jeden Fall keine Felder mehr holen. Bei Gelegenheit vielleicht nochmal. Aber was wir schaffen, ist die 75 eine Wachstumsstufe draufknettern. Oh ja, das ist gut. Und dann müssen wir die 75 aber auch schon wieder, die 3 Felder müssen wir aber auch schon wieder düngen und Pflanzen schützen. Ja, auf jeden Fall, das Pflanzenschutz, ganz wichtig. Aber weißt du, was gut ist? Was denn? Dass wir ja jetzt das gleichzeitig machen können, weil in den Kalkstreuer ja auch Dünger geht. Ja, das stimmt. Ja. Ach so, Wilma. Du hast ja ganz viel tolles Zeug rein, ja? Was ich dir gar nicht erzählt habe. Was denn? Bei wer zuerst Level 40 erreicht hat, gewonnen. Ja, das war so. Kennst du ja so dieses, ne? Diese Briefpost, die da immer so ankommt. Ja. Das ist schon. Da habe ich auch gesagt, es ist verrückt, weil guck mal, wir sind ja schon über die Hälfte. Ja, wir sind ja schon bei. Wir sind schon fast bei Level 30. Und weißt du was? Bei Level 30 gibt es nochmal Perks. Das ist richtig gut. Und ich glaube. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht, aber wenn wir Glück haben, erreichen wir vielleicht das erste Level 30. Weiß ich jetzt nicht. Dann sind wir die herausfinden, was da so ist, ne? Richtig. Aber so ein zusätzliches... Naja, so ein zusätzliches Perk hat ja auch zusätzliche Vorteile. Zumindest mal für 1-2 Wochen dann. Immer. Ja? Perks, das ist schon toll. Aber war was anderes. Ja, bitte. Wo geht denn der nächste Punkt rein? Wird's nämlich langsam spannend. Ja. Jetzt könnten wir nämlich langsam auf große Technik gehen. Ich wollte sagen, bei der Grastechnik hatten wir ja alles soweit, ne? Da gibt's, glaube ich, nichts mehr. Nichts Tolles. Na doch, wir könnten uns die Presswickel-Kombi noch auf dem Hof direkt holen. Ja, dann sollten wir das tun. Da gibt es eigentlich auch gar nichts weiter zu überlegen. Ja. Ich glaube, die Presswickel-Kombi direkt für den Hof wäre eigentlich die geile Nummer. Ja. Ist nicht was sonst, weil das ist das, wo wir immer... Also jetzt geht davon aus, wir nehmen das. Dann haben wir das am Hof und können mit dem Perk wieder irgendwas anderes Tolles mieten. Ja klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Wilma.
Nee, deswegen. Das können wir machen. Dann nehmen wir die Presswickelkombi. Das ist eine super Sache. Dann nehmen wir die im Press. Rotbeinpresse mit Wickler hinten. Ja. Und dann können wir nämlich auch sagen, wenn wir kein Mietgerät brauchen, können wir nämlich auch mal einen Helfer dazu nehmen oder so. Ja. Oder? Zum Beispiel. Also ich sage jetzt mal so, an solchen Tagen wie heute wäre das echt schon gut gewesen, wenn ja, wir heute, da noch einen Helfer hätten. Heute wäre ein Helfer natürlich Gold wert gewesen, ohne Frage. Definitiv. Boah, die Sämaschine ist wirklich super, ne? Ja? Naja, guck mal. Was ist damit? Naja, guck doch mal, was die hier wegreißt. Das ist schon nicht schlecht, Wilma. Ja, geht schon gut was weg. Da geht richtig gut was weg. Vor allen Dingen, weißt du, was das Beste ist? Wenn du auch mal mit voller Geschwindigkeit fahren kannst. Ja, das stimmt. Genau, Wilmi, das ist nur die Ecke und dann kannst du runter. Ja, ich nehme da genau. Ich komme da jetzt einmal runter. Mehr brauchst du nicht machen. Ja, wieso? Wenn ich hier runterfahre, kann ich halt das Stück hier noch eben mitnehmen. Ach so, ja, klar. Komme ich dir entgegen. Genau, aber ich knall jetzt hier drüber. Wirst du dann nicht mehr sehen. Ja. Aber ich weiß ja, wo ich lang muss. Ja, gut, ich kann dir das kleine Stück hier freilassen. Nee, ist doch okay. Guckst du, fahre ich so und weiß auf jeden Fall, dass ich treffe. Für dich. Genau. So, ja, genau. Gut, dann machen wir die 75. Da ist die fertig. Und dann sehe ich die 42 einmal an, komplett. Dann passt das nämlich auch. Und dann haben wir das alles fertig. Und du müsstest die 42 noch kalken. Ja, die 75 und 42. Das hast du jetzt noch an Kalk auflegen. Achso, ja, genau. Aber jetzt erstmal noch die 48. 48 und 75 kalken. Die 42 habe ich ja gerade. 48. Bring mich doch nicht durcheinander, Wolle. Ja, das ist unfair. Entschuldigung. Sehr unfair, wenn du das machst. Dann sagst du, ich habe nicht aufgepasst. Das stimmt gar nicht, weil du mir die falschen Zahlen sagst. Oder willst du mich testen? Naja, manchmal will ich dich auch mal testen, ob du hier bei der Sache bist. Ich habe mir das aufgeschrieben. Wenn das notiert ist, dann sind da alle Testereien von dir unnötig. Richtig. So, ich nehme direkt nochmal Kalk. Was ich ein bisschen komisch finde bei dem Ditcher... Da gibt es gar nichts Komisches, das ist ein ganz toller Typ, glaube ich. Ja, ja, aber bei dem Ditcher war das jetzt so. Oh, warte mal, das ist aber jetzt hier schlecht. Was denn? Nee, bei dem Ditcher war das jetzt so, dass der das direkt uns geschrieben hat und gar nicht ab. Nee. Da war gar nicht die XP in diesem Browser, weißt du? In diesem Tablet. Ach so. Da. Ja. So, und da können wir gar nicht anklicken. Und da haben wir jetzt auch gar nicht gesehen, ob. Oh oh. Aber ich denke schon, oder, Wilmi? Soll ich den mal lieber fragen? Kannst du das nochmal sagen, bitte? Mit den 10%, ob die 10% so dabei waren. Ja, dadurch, ja, dass frag das. Frag da auf jeden Fall mal. Ich frag den mal. Oh, was war das denn eben, ey? Naja, spannend, ne? Alter Falter. Ich hab grad gedacht, ich flieg schon wieder vom Server, gell? Ich dachte eben, ich flieg vom Server. Er sagt mir aber keine ausgelassenen Frames. Also ich müsste eigentlich so, ne? Mein Bild müsste eigentlich fein sein. Das wäre krass, wenn ich jetzt auf einmal hier solche Probleme im Server habe, ne? Sonst habe ich immer, war immer alles fein. Bei mir ist fein, ne? Ich stehe schon wieder, ey, please. Ich fliege gleich sonst wohin, ne? Come on, was ist das denn? Real Talk. Oh, fuck off. Dafür läuft es heute bei mir wie ein Sahnehäubchen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Ja, der Schlepper ist bei mir weitergefahren. Ich hoffe, dass da jetzt nichts passiert ist. Ja, selbst wenn, kann ja keiner was dafür. Nee, du stehst, glaube ich, auf der Straße. Nee, nee, ich stand zum Teil auf Feld 1. Das ist bald, da muss ich gleich mal Bescheid sagen. Was da los ist.
gehört denn das Feld? Zu wem Feld 1 gehört? Von Seitenstechern? Seitenstecher, ne? Dann sage ich da gleich mal Bescheid. Ey, was ist denn? Das ist krass, oder? Sagen wir gleich Bescheid. Ich muss einmal ganz kurz stören, es tut mir leid. Ja. Entschuldigung. Und zwar ist es, dass ich gerade, also ich habe ja gerade ganz tolle neue Tabletten und da ist mir vielleicht der JCB einmal so komplett weggerutscht auf Feld 1 drauf. Da müsst ihr vielleicht mal gucken, ob da irgendwas passiert ist. Feld 1 oben am Rand zu Feld 9, da stand ich ein bisschen auf dem Feld drauf, wollte ich nur Bescheid sagen, falls da was passiert ist. Okay. Ja, gucken wir uns euch alle drei gemeinsam gleich mal an. Okay, danke schön. Ich danke Ihnen, Frau Akara. Gerne. So. Hast du Bescheid gesagt, Wilma? Ja, habe ich denen gesagt. Ja. Die gucken sich das an. So, und jetzt bin ich bei Feld 75 und jetzt hoffe ich, dass hier nichts mehr passiert. Ja, dann fang mal in Ruhe an mit Kalken. Meine Güte, ey, das ist aber auch ein Mist manchmal. Ja. Feld 1, wo sind die? Ach, das da, ja, okay. Aber da ist ja, hast du was gesehen, ob was passiert ist? Nee, ne? Nö. Nee, ich glaube, sah nicht danach aus. Ich glaube, das ist auch... Alles so. Ey, jetzt glaube ich nicht. Wilma? Ja? Okay, jetzt kackt bei mir alles an. Ja, ich habe auch gerade gedacht, bei dir klingt es gerade auch nicht mehr so gut. Ist das Alter, was ist jetzt? Wilma, geh weg! Weg mit deinem Bakterien! Oh! Ich würde sagen, Scheiße. Lass uns einfach mal kurz irgendwie ein bisschen Luft schnappen. Ja, Wilma, hörst du mich ja, ne? Ja. Okay. Ja, ich glaube, er atmet gerade tief durch. Ja? Ja. Hat tief durchgeatmet. Ist wieder, hat ausgepustet. War eine knappe Nummer, sag ich dir. Statt mal kurz eine große rote Null. Eieiei. Aber ist wieder da, alles gut. Gut, Wilmi. Achso, ich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Die letzte Folge. Das heißt, wir müssen richtig, richtig Gas geben, wenn wir das Feld noch ansehen wollen. In diesem Sinne, sind wir erstmal durch. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Schaut unbedingt bei Wilma vorbei. Die Links sind alle in der Videobeschreibung, natürlich auch von den anderen Teams. Und nicht vergessen, Go Spicy Chicks, go! Go, go, go. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.